willkommen zu einem neuen Unboxing von eurem PC-Opa. Heute ist das eine Special-Angelegenheit, denn heute packe ich mein Geburtstagsgeschenk aus, das ich von meiner Familie zu meinem Geburtstagsgeschenk gekriegt habe. Und bevor wir loslegen, würde ich sagen, singen wir erst mal ein Geburtstagsständchen. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday, lieber PC-Opa. Happy Birthday to you. So, wir fangen mal an. Das Paket ist relativ groß. Und zwar handelt es sich um Trommelwirbel, das Logitech Z906 Ultimate TRX Surround System. Ich wollte schon immer ein TRX zertifiziertes Soundsystem haben. Und soll 1000 Watt haben, habe aber nachgeguckt, also reell ein bisschen mehr bei 450, 500 Watt wie 1000 Watt. Zum Preis kann ich nicht sagen, dass es ein Geschenk ist, aber da wir heute in der heutigen Zeit eben von Google und Co. kann jeder selber googeln, was so ein Gerät oder so eine Soundanlage kostet, weil die kostet von 400 bis 280, 200, je nachdem, wo man es kauft. So, denn bei uns hat die ganze Familie zusammengeschmissen, sonst würden wir uns das gar nicht leisten können. Und wenn jetzt einer von euch wieder denkt, boah, ist der dick geworden. Ja, ich mache eine Diät. Aber das steht heute jetzt nicht zur Debatte, sondern wir wollen sehen, was drin ist. Bam, 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 bam. Kenne ich gar nicht blau von Logitech, denn Logitech hat ja immer dieses grün-schwarz früher gehabt. Ein super fettes Handbuch. Guck mal gleich an, da steht ja gar nicht die Scheiße wie immer drin. Ein, ich war noch nie auf, Sperre. Was ist das denn hier? Ist mit verbunden. Jetzt wieder rausfinden, wie was. Boah, ist das ein Subwoofer. Boah. Wir versuchen mal hier anzufangen. Ich komme hier. Am besten kriege ich das jetzt raus. Ah, wir fangen mit dem Subwoofer an. Leck mir am Arsch, hat das Ding ein Gewicht. Boah, ist das Ding schwer. Boah, wir stellen das mal kurz beiseite. Wir machen jetzt, da ich nur begrenzt Platz habe, gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Gucken wir an den Seiten rein und wir sehen, das ist nur Abstandhalter. So, dann guckt euch das an. Guckt euch den Subwoofer an. Klar, es gibt größere, aber nicht von Logitech. Boah. Guckt euch diesen Subwoofer an. Ich pack aus. Leck mir am Arsch. Der hat ein ganz schönes Gewicht. Wollen wir mal gucken. Wir packen den Beutel aus. Was kostet jetzt mehr? Das Soundsystem oder die Verpackung? Guckt mal, das habe ich mir immer gewünscht von Logitech. Diese ganz einfachen Klemmen. Dass ich, egal welche Satelliten ich nehmen würde, ich alle anschließen kann. Guckt mal. Wo ich auch die Kabellänge selber, also Kabellänge selbst belegen kann. Also hier sagen kann, ich möchte jetzt hinten 4 Meter, brauche 3x2 oder 2x4 Meter und sonst was. Dann hat er den Anschluss für die Konsole, die ich euch gleich zeige. Dann hat er natürlich 3x analog, also 5.1 Sound. 2x Stereo, 2x optisch und einmal diesen, ach, wie hieß das?
Oh, guck ich nach, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich wusste nicht, dass er das noch hat. Hier ist genau beschriftet Rear Left, Rear Right, Front Left, Front Right, Center. Konsole. Inputs. Das Einzige, was ihm fehlen würde, wäre eine, wenn man hier zum Beispiel die Band, die Bass, diese Sinuskurve, wenn man die wechseln, tauschen könnte. Das wäre richtig. Aber das hat er nicht. Egal, da kann ich mit leben. Die Füße hätten nach meinem Geschmack ein wenig höher sein können. Also das ist ja keine Füße, das ist ja nicht so dick wie so groß wie ein Euro und so dick wie ein Euro. Also da hätte man ruhig vernünftige Füße drunter machen können, also Logitech. Für das Geld, hier ist er. Bom, 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 bom. Für den normalen Hausgebrauch, glaube ich, mehr als ausreichend. Ihr guckt euch mal die Membran an. Wo lässt er denn den? Da. Wollte gerade sagen. Lässt er denn den Druck raus? Das geht wirklich bis unten hin. Man kann hier reinfahren. Jetzt komme ich jetzt nicht mehr. Das geht wirklich wie eine Schneckengehäuse von innen. Schön durch, gut gemacht. Also das haben die wirklich fein gemacht. Und schwer ist das Biest. So. Packen wir das mal beiseite und wir packen jetzt mal die Satelliten aus. Hier war sonst wirklich nichts drin. Nee. Satellit. Guck mal, das ist auch so schwer. Das ganze System ist sau schwer. Ah, guck mal, wie geordnet. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein schöner Anblick? Guckt. Ich bin der liebe Opa von nebenan. So. Ja, okay. Ein nettes Gimmick. Was soll man? Fernbedienung ist. Sieht aus wie so ein. Weißt du, wenn du diese Barbie-Hefte kaufst oder Miss Piggy oder. Boah, ist das geil, Bibi und Tina. Mit hier Rireus und Ramira oder wie er da heißt. Guck mal. Alter. Das ist für die Preisklasse. Naja, komm, ist egal. Ich höre ja nicht mit der Fernbedienung Musik. Es ist nur zur Not. Damit ich auch mal von der Ferne ein bisschen hochen. Man kann. Ich erkläre nachher. Ist eine nette Spielerei. So. Dann hier ist wieder nichts. Hier kommen jetzt die ganzen Anschlüsse. Und die sind für mich erstmal wichtig, weil bei mir wird das System am PC genutzt. Weil ich mache sehr viel mit Musik oder Spiele, wie ihr selber wisst. Auch mal, aber auch sehr viel Musik, weil ich bin ein Schlagerfuzzi. Und nichts kommt geiler wie Schlager über 5.1. Wenn schon alte Musik, dann übrigens über neue Sound. Kennt jeder, der 5.1 Sound hat, kennt wirklich jeder. Front, Rear, Center. So, packen wir beiseite. Wichtigste Kabel. Die Batterien für meine Fernbedienung. Dann. Oh, die Kabel. Oha, jetzt geht's los. Hier ist natürlich nichts beschriftet, das kann man sich natürlich jetzt selber. Wie ihr sehen könnt, sind hier vier Litzen, verlötete Litzen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so gut seht, aber ich glaube mal schon. Und dann kann man sich ja selber 1, 2. Ach, ihr seid ja wirklich. Habt ihr nur dreimal Kabel mitgegeben, ihr dreckigen Gierlappen von Logitech? Oh, ich nehme alles zurück, Entschuldigung. Fünfmal.
Wieso fünfmal, verstehe ich nicht, weil... Ach, der Center. Ne, schon gut, Entschuldigung. So, fünfmal, zweimal, dreimal. Hier sind zwei größere, die mache ich auch mal auf, damit ihr das seht. Das werden wohl für die hinteren sein. Die sieht man sofort, dass die länger sind. Wieder mit dem Litzensystem. Und auch für die ganz bekloppten Rot. Hier ist es ein Stück Rot. Wo ein Stück Rot ist, kommt genau das Rode hier rein. Und wo nichts ist, ist ja schwarz und dann kommt das Schwarze hier rein. Also, das kann jede Stewardess. So. Dann. Ach, haben wir gar nichts mehr, was den Center markiert, ne? Doch, nur von der Schrift her. Sehe ich jetzt erst. Das ist zum Beispiel der Center. Also der mittlere Lautsprecher, der praktisch in der Mitte steht. Und zwar... könnt ihr den nicht verstellen und nix, aber man kann andere Füße hier hinten, Handwandhalterung und so befestigen, dran machen und kaufen. Hier ist nochmal ein Gleissystem, rot, schwarz. Man sieht nur an der Schrift, dass das der Center ist, weil die Schrift richtig rum ist. Seht ihr jetzt in der Waage die Satelliten links, rechts, vorne, hinten, geradeaus, um die Ecke und weiß der Geier was. Passen nämlich nur in die Richtung wegen der Schrift. Man kann, seht ihr, auch mit dem Fuß natürlich würde man das sehen. So. Leider ging die Kamera schon wieder aus. Das nächste Mal hole ich eine neue Kamera. So. Wie ihr sehen könnt, ändert sich sonst optisch nicht mehr viel daran. Außer, dass hier TRX drauf ist und beim Center nicht. Außer doch hier. Und früher war bei Logitech die Center waren immer größer und hatten dann auch zwei Dings drin, teilweise zwei Lautsprecher. Ist nicht mehr. Nur noch einer, sagen sie. Und wir packen mal alle aus. Da können wir nämlich direkt auch auf Mängel oder Schäden hinachten. Bis jetzt ist noch nichts zu sehen. Rein optisch. Haben auch schönes Gewicht. Das heißt, die haben dann weniger Resonanz. Also, die schwingen da nicht so. Es gibt natürlich auch preiswerte 5:1 Systeme. Die sind dann aber so leicht. Und dann schwingen die so. Natürlich gibt es von Bose, von Teufel und boah, weiß der Geier, wie die alle heißen. Natürlich bessere. Da sind die Körper zum Beispiel aus Holz, aus MDF wird sehr viel gern genommen, weil MDF ist eine mitteldichte Faserplatte. Oder HDF ist noch besser für die hochdichte Faserplatte. Denn je schwerer und dichter das Material ist, umso besseren Klang hast du. Weil der Klang dann auch nach vorne rausgeht und nicht nach hinten und weiß der Geier wohin verschwindet. Aber wenn es schwer ist, ist es teuer. Ist es noch schwerer, ist es noch teurer. Das Paket wiegt ja hier schon einiges. Aber ich finde gut, dass sie kein Klavierlackoptik genommen haben. Weil heute muss ja alles in Klavierlackoptik sein. Das Schlimmste, was es gibt. So, jetzt haben wir den letzten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schwerst beeindruckt von der Qualität, von der Haptik. Man fühlt ja, was hochwertig ist. Wenn nicht gerade einer ein Grobmotoriker ist und nur den ganzen Tag mit der Hand am Arsch rumjuckelt, der weiß, was feine Korn ist. Das kann man anfassen, das fühlt man. Das kriegt sogar eine Stewardess mit. So, guck mal. So. So. Vier Satelliten, ein Center. Jetzt kommt natürlich das absolute Gimmick, was dieses Soundsystem so exklusiver macht, nicht vielleicht auch einmaliger, obwohl das haben alle teure Systeme haben. Deswegen sagte ich ja, deswegen werde ich auch nicht verstehen, wenn ich gleich sage, mit der
Fernbedienung ist für mich ein nettes Gimmick. Denn normalerweise kennt man das von Logitech, diese 5.1 Systeme, auch 2.1 Systeme, haben immer vorne links, haben die immer einen mit einem aktiven Lautsprecher, der auch, den nennt man aktiv, weil der ja auch die Steuerung hat, also laut, leise, teilweise noch mit Tribble ein hier Höhen und Tiefen einstellen kannst. Oder auch einen Lautsprecherausgang, ach und all sowas. Ein Lautsprecher, Kopfhörer, ein Lautsprecherausgang am Lautsprecher, auch nicht verkehrt. So. Guck mal. Das ist das, was das so etwas einmalig macht. Das ist nämlich die Steuerkonsole. Boah, hab das mit den Zähnen passend gebissen, Logitech? Boah, wer hat denn so einen schiefen Schnitt? So. Hier könnt ihr sehen, laut, leise. Hier könnt ihr laut und leise machen. Hier könnt ihr die komplett stumm. Und hier könnt ihr die Level einstellen. Alle leuchten an, 5:1. 4 leuchten an plus Subwoofer, 4:1. 2 leuchten an plus Subwoofer, 2:1. Dann gibt es Stereo, also Decode heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Film läuft oder ein Spiel gibt, gibt ihr auch schon Spiele mit THX-Zertifizierung, dann leuchtet das hier auf. Hier könnt ihr noch einstellen 3D, 4:1 oder 2:1. Ich gehe mal von aus, dieses 3D ist nichts anderes wie 5:1, aber 3D hört sich natürlich besser an. Hier muss ich mal gucken mit Input Level 1, 2, 3, 4, 5 und AUX. AUX ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen MP3-Player, ein Handy, eine Konsole, irgendwas hinten noch mit anschließe, in diesem AUX-Anschluss oder einen alten Plattenspieler zum Beispiel, kann ich ihn hierüber ansteuern. Dann gehe ich auf AUX und kann ihn dann hier mit laut und leise ansteuern. Hier ist der 15-polige Anschluss, kennt man noch damals von den alten Fernsehern, Monitoren. Ich glaube, Kabelpeitsche. Was, weißt du, was eine Sauerei ist? Ich weiß ja, was das System kostet und es ist wirklich sauteuer. Da ist nicht ein optisches Kabel bei, nicht ein einziges. Weil er hat ja optische, das ist, die Dinger kosten überall, aber kosten die 4 Euro, 5 Euro, 2 Euro. Also, was für nasse Hunde. Egal, ich guck nochmal kurz nochmal meckern, nee, ist keins dabei. Was für nasse Säcke, ey. Ja. Logitech, tut mir eingefallen, packt auch nicht nur Logitech, kreativ. Trust, Teufel, Kenwood und wie sie alle heißen mögen. Legt bitte ein optisches Kabel dabei. Er kostet nicht die Welt und sieht wirklich besser aus. Und ich werde mir vernünftige Lautsprecherkabel holen. Weil die Dinger, die nehmen ja jede. Die nehmen ja alles mit an Störungen. Nee, das geht gar nicht. Das kann man nicht. Das ist. Damit kannst du eine Fahrradbirne. Kannst du für ein Fahrrad nehmen, weißt du? Eine Dynamo-Beleuchtung. Dafür kannst du das nehmen. Aber ich war wenigstens dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der dicken Bauch im Bild, trotz meines vielen Geschwafels, trotz, dass ich vielleicht ein bisschen hektisch rüberkam. Ach, Moment mal, ich zeige euch noch schnell, was hier noch genau drin ist. Die Zeit haben wir noch, komm. Hier ist drin das Handbuch. Oh, viel, viel lesen. Natürlich in 1000 Sprachen, in Russisch, Türkisch. Wenn man aus dem Rheinland kommt, weißt du, verstehst du das. Was verstehst du? So, dann haben wir hier noch Englisch. Was ist das hier, eine Garantie? Was soll das sehen? Ja, ja, das ist irgendwas mit Garantie. Mein Englisch ist My English Terrible. Denn ich komme aus dem Rheinland. NRW. Nix Englisch gut. Dafür Türkisch besser. So.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben, schreibt Kommentare, was ihr wollt. Ich freue mich ja jeden Kommentar, denn man kann mich nicht beleidigen. Und ja, was soll ich sagen, schreibst du noch? Ach so, und dann zeige ich euch noch ein Video, wie die sich anhören und wie die aussehen im Betrieb, wenn ihr Lust habt. Ja, dann bedanke ich mich nochmal. Euer PC-Opa. Da hätte ich mich besser mal Plauze genannt, wa? So, mal immer Pause machen.